Jetzt könnt ihr also sicher sein bei euren Sammelaktionen, dass ihr die richtige Pflanze findet. Das ist wunderbar. Ihr geht raus zum Sammeln am besten. Ich hoffe, ihr könnt es sehen hier in so einem Korb. Schafft euch irgendeinen schönen Weidenkorb an. Legt euch hier so ein Leinentuch, also ein am besten echtes Leinen hinein. Dann könnt ihr dort hinein euren Bärlauch sammeln. Wenn ihr etwas länger unterwegs sein solltet, könntet ihr hergehen und das ein bisschen abdecken, falls ihr eine größere Runde dreht, einfach damit die Pflanze geschützt ist und nicht jetzt in der Sonne oder so schon ihre Wirkstoffe verliert. Sammelzeit ist je nach Region ein bisschen unterschiedlich und auch je nach Jahr, jedes Jahr ist ja immer ein bisschen anders. Februar bis März, April könnt ihr sehr gut sammeln. Wie wir aber schon gehört haben, Blüte ist ja auch essbar. Insofern könnt ihr die dann immer auch noch holen. Was haben wir denn drin? Wir haben die schwefelaktiven Substanzen. Das ist das, was ihr eindeutig eben halt auch schmeckt. Ihr habt die Senfölglykoside mit drin. Das sind auch ein bisschen scharfe Stoffe. Das schmeckt ihr auch ganz eindeutig. Ein ätherisches Lauchöl ist mit drin. Flavonoide, Vitamin C haben wir mit drin, Mineralsalze, Eisen, Magnesium, Mangan ist mit drin, Adenosin, Schleim und Zucker ist auch mit drin. Also das heißt, wir haben hier einen sehr schönen runden Wirkstoffkomplex, den ihr euch wunderbar jetzt in dieser Jahreszeit nach dem Winter, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen gefällt habt, in der Weihnachtszeit einfach sehr gut einsetzen könnt, weil es ausleitende, aktivierende, reinigende Aspekte hat. Mythologisch stehen die Bärenpflanzen wie der Bärenlauch auch für eine Bärenkraft. Also das heißt, wir haben hier zu tun mit einer Pflanze, die nach dem Winterschlaf des Bären eine regenerative Eigenschaft mit sich bringt und ihr eben wieder Bärenkräfte verleihen kann. Zum Teil könnte es aber auch sein, dass das einfach eine Bezeichnung ist, die besagt, dass wir hier einen Lebensraum mit den Bären geteilt haben. Gut, in der Zusammensetzung ist es dem Knoblauch relativ ähnlich. Allerdings sind die Schwefelverbindungen im Bärlauch verträglicher und milder. Deswegen riecht man zum Beispiel auch nach Bärlauchgenuss nicht so stark wie jetzt nach dem Knoblauch. Genuss. Also wenn dich das stören sollte, dass du nach dem Knoblauchessen einen Eigengeruch hast, dann nimm Bärlauch. Bärlauch solltest du immer frisch einsetzen. Getrocknet hat er nicht mal die Hälfte, nicht mal ein Viertel seiner potenziellen Kraft. Das ist schade drum. Jetzt haben wir das natürlich nicht die ganze Zeit frisch. Was können wir tun? Pesto. Nicht umsonst hat sich das so durchgesetzt, funktioniert hervorragend, schmeckt lecker und ist wirklich auch auf ein Jahr lagerfähig, vorausgesetzt du hast vernünftig und sauber und sehr steril auch gearbeitet. Schauen wir uns aber zuerst einmal an, was es denn alles für Fähigkeiten mit sich bringt. Magen-Darm-Erkrankungen, die damit einhergehen, dass Giftstoffablagerungen in den Darmzoten stattfindet, zum Beispiel auch bemerkbar durch Gasbildung, da ist Bärlauch absolut prädestiniert. Und da können wir auch wieder einen Rückschluss ziehen. Die Funktion des Darmes und dein Bild der Haut, die haben oft eine gewisse Affinität zueinander. Andersrum, im Umkehrschluss, wenn die Haut unrein ist, wenn die Haut schwierig ist, pustelig, pickelig, sich auch vielleicht nicht so gut selber zu helfen weiß, probier mal deinen Darm zu sanieren. Und da kannst du mit dem Bärlauch sehr gut ansetzen, gegebenenfalls in der Kombination mit einer guten, ich empfehle immer gerne die grüne oder die schwarze Heilerde in Rohkostqualität mit hineinzunehmen, einfach um Toxine anbinden zu können, was einfach die Heilerden allesamt sehr gut können. Besprich dich mit deinem Mediziner, deinem Heilpraktiker oder deinem Phytotherapeuten, was da für dich ganz spezifiziert sinnvoll ist. Aber es ist ein guter Ansatzpunkt hier dran zu denken.
Wir können Schwermetalle ausleiten. Wir haben eine sehr stark entgiftende Funktion. Und auch das ist nach dem Winter ganz schlau, weil wir einfach meistens ein bisschen Speck angesetzt haben im Winter durch die mangelnde Bewegung und so weiter. Und genau dorthin gehen einfach auch Toxine gern. Der Körper ist schlau, der versucht es von den lebenswichtigen Organen so weit wie möglich wegzupacken, um das angehen zu können, dass du auch gegebenenfalls einfach wieder schlanker wirst, wenn das dir ein Anliegen ist, dann musst du auf jeden Fall halt einfach auch entgiften. Klar, wenn die Gifte nicht rauskommen, dann versucht dein Körper auch weiterhin eigentlich dich zu schützen, also dir zuzuarbeiten. Nur vielleicht ist das ja gar nicht das, was du so auf diese Art möchtest. Sehr schön ist die darmsanierende Eigenschaft, die der Bärlauch hat. Das funktioniert zum Beispiel auch, wenn du eine Antibiotika-Behandlung hattest, dass du einfach im Nachgang mit dem Bärlauch arbeitest. Auch hier kann es ausreichen, dass du einfach das Pesto öfter zu dir nimmst oder wenn er jetzt gerade frisch zu haben ist, dann mach dir auch immer mal wieder was in Salat mit hinein oder kannst dir einen Nudelteig machen damit, du kannst dir einen Brotaufstrich machen, eine Bärlauchbutter. Also es gibt so grenzenlos viele Möglichkeiten. Wir haben keimtötende Eigenschaften, jedoch ohne die nützlichen Darmbakterien anzugreifen. Das ist wunderbar. Wir haben also keimtötendes, wir haben antiseptisches und bakterizides. Also auch hier eine relative gute Bandbreite. Wir haben etwas, was blutdrucksenkend fungieren kann. Das ist ein Antihypertonikum. Es ist harntreibend. Also früher hat man einfach gesagt, regt den Saft der Kräfte an. Damit hat man gemeint unter anderem Blutfluss und Harnfluss. Auch das ist beides schlau natürlich für die Ausleitung der Giftstoffe. Gut, dann haben wir aber auch einen sehr interessanten Bereich in der Phytotherapie im seelischen Aspekt, weil das, was die Pflanze mit dir macht nach dem Winter auf körperlicher Ebene, das macht sie eben halt auch auf deiner seelischen Ebene, das heißt alte Schlacken, alte Toxine, also emotionale Toxine gegebenenfalls, hilft es dir loszulassen. Auch hier haben wir wieder diese Affinität zur Haut, auch die Haut, unsere ehrliche Haut, die einfach manchmal mehr zeigt, als uns lieb ist, indem wir Rötungen haben oder aus der Haut fahren wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, durch eine Allergie zum Beispiel. Oder wenn wir uns nicht wohl oder doch wohl fühlen in unserer Haut, das sind einfach auch schon auf verbale Art viele Zusammenhänge offensichtlich. Und hier kannst du einfach diesen seelischen Aspekt, sich in deiner Haut wohlzufühlen, den kannst du sehr gut mit der Behandlung über zum Beispiel den feinstofflichen Bärlauch angehen. Feinstofflich, was genau feinstoffliche Behandlungen sind, wird in einem anderen Video genauer erklärt werden, in ferner Zukunft, sobald ich dazu komme. Um es ganz kurz zu fassen, das ist ein bisschen so, wie du es vielleicht von den Bachblüten kennst. Das heißt, wir nehmen der Pflanze nichts Stoffliches und arbeiten hier mit einem sehr subtilen, sehr feinstofflichen Aspekt der Pflanze und erhalten so aber auch eine sehr kraftvolle und zugleich aber sehr sensible Unterstützung der Pflanze von ihrem feinstofflichen Aspekt zu unserem feinstofflichen Aspekt. Wenn wir hier jetzt von der Charakteristik ausgehen, haben wir auch hier etwas sehr stark Schlackenlösendes und Reinigendes im emotional-seelischen Bereich. Zum Beispiel das Loslassen negativer Glaubensgrundsätze. Also wenn immer wieder so Themen wiederkehren, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön, nicht toll, nicht reich, nicht weiß auch immer genug. Wenn solche Geschichten laufen, dann halten wir ja fest an Glaubensgrundsätzen, die das regelrecht auch einzementieren in unseren Alltag, weil wir ja von nichts anderem ausgehen. Das heißt, eine Veränderung wird dadurch auch erst gar nicht möglich. Also wir stellen uns auf eine Art selbst ein Bein. Feinstofflich, wenn du mit der feinstofflichen Essenz arbeitest, kannst du sehr gut hier etwas wieder in Fluss bringen, was es auf körperlicher Ebene macht, durch dieses Säfte anregende, das macht es hier im Energetischen ganz genauso auch. Ein anderer Aspekt ist, wenn wir im Urteil stecken bleiben, wenn wir ständig etwas be- und verurteilen, zum einen bereitet uns das selbst einen wahnsinnigen Stress, immer ein Urteil parat haben zu müssen. Das braucht schlichtweg Zeit, die du für andere Dinge einsetzen könntest.
Genauso ist es auch nicht immer produktiv oder nicht immer wahr, was dein Urteil dann einfach mal absteckt als Claim sozusagen. Denn ganz oft wird unser Urteil eben gegründet auf eigenen Erfahrungen, auf eigenen Interpretationen, auf eigenen Ideen oder eigener emotionaler Verletzung. All solche Dinge spielen ja mit rein. Wirklich frei ist ein Urteil nie. Insofern, wenn dieses Urteil dir gar nicht mehr dient, also wenn du merkst, dass du eigentlich darüber raus bist, dass du vielleicht sogar noch nicht mal mehr urteilen möchtest, dann schau mal, ob du mit der feinstofflichen Bärlauchessenz einfach ein bisschen den Blick fürs Wesentliche, fürs Wahrhafte schärfen kannst. Auch Menschen, die grundsätzlich bereit sind zu lügen, sich selbst in die Tasche zu lügen, anderen in die Tasche zu lügen, so eine latente Unehrlichkeit bis hin zu einer wahnsinnigen Selbstdarstellung, zu einer initiierten Show und so weiter. Also das wären alles so Aspekte des feinstofflichen Bärlauchs, aber auch so ein Konzentrationsmangel, der darauf natürlich auch hin entstehen kann, weil du ständig konfus mit deinen Gedanken überall sonst wo bist und hier ein Urteil und da eine Interpretation und da ein Abgleichen mit dem, was schon mal war und ein Vorausrennen in die Zukunft, was vielleicht mal sein wird, stattfindet. Wenn all das für dich so nicht mehr stimmt, dann probier diese Essenz aus. Es bringt uns einfach zurück auf das, was wirklich wahr ist, was wirklich wichtig, was wirklich wesentlich ist. Es zentriert dich auf eine Art in dir, reduziert dich auch, also auch das, es ist was Entgiftendes. Emotionale, geistige, gedankliche Toxine kannst du loslassen und klarer werden mit dem, um was es wirklich geht. Gut. Homöopathisch gibt es, soweit ich weiß, nur das Allium Sativum, den Knoblauch oder die Küchenzwiebel zum Kauf. Du kannst es aber natürlich sehr gut auch selber potenzieren durch eine Verreibung der Blätter oder der Wurzel oder auch der Blüte. Das ist eine ganz tolle Verreibung. Abgesehen davon finde ich Verreibungen auf Milchzucker oder Verschüttelungen in Wasser mit Alkohol deshalb toll zu machen, weil du unheimlich tief in die Charakteristik der Pflanzenwelt hinabtauchst. Probier es einfach mal aus, vielleicht auch in einem Kurs, wenn du dir das selber noch nicht zutraust mit dem Hochrechnen der Potenzierungen oder so. Ist auch für den Anfang gar nicht so sehr wichtig. Es geht vielmehr darum, das einfach mal gemacht zu haben, weil du dich dann einfach der Pflanze so ganz schön nähern kannst. In der Tiermedizin eignet sich's bei manchen Tieren auch bei Magen-Darm-Erkrankungen und auch zur Schwermetallausleitung und vor allen Dingen aber auch als bakterizide Einstreu bei Hühnern oder Ähnlichem. Also wenn du irgendwo eine Region hast mit sehr viel Bärlauch und wenn das dann schon so ein bisschen drüber ist, also wenn du auch merkst, die Blätter fangen jetzt an zu verwelken langsam, hol die ruhig rein und gib die deinen Tieren dann als Bodeneinstreu. Genau. Aromatherapeutisch gibt es meines Wissens kein Bärlauchöl. Ähnlich ist es beim Räucherwerk. Auch das gibt es nicht, weil es einfach doch schon ein bisschen heftiges Aroma ist. Gegenanzeigen wären nochmal wichtig. Es gibt eine ganz grundsätzliche Unverträglichkeit von Lauchölen. Das gibt es. Nicht oft, aber es ist durchaus möglich, dass du darauf reagierst mit einer Magen-Darm-Empfindlichkeit und spür dich einfach. Also auf gar keinen Fall, weil du gehört hast, das soll ja so wahnsinnig gesund sein, über das, was du selber spürst, zu gehen. Wenn es für dich nicht in Ordnung ist, wenn es für dich zu viel ist, dann lass es. Oder lass die rohe Menge und nimm eine kleine gekochte Menge zu dir, zum Beispiel eben in irgendeinem Söschen mit drin oder so. Das kannst du einfach schauen, wie es für dich funktioniert. Magenbeschwerden sollst du natürlich nicht bekommen. Es gibt inzwischen zu kaufen auch getrockneten Bärlauch. Das ist ziemlich unsinnig, weil das Aroma sich einfach im getrockneten Zustand so nicht wirklich hält. Gut, einsetzen können wir es in der Küche, in Suppen, in Salaten, aufs Brot, als Bärlauchpesto. Es wird nachher noch ein Rezept eingespielt werden. Als Bärlauchöl, einfach eine Ölmazeration machen, so wie du es in dem Video Mazerate herstellen kennenlernst, aber für die Küche. Und genauso auch ein Bärlauchessig. Einfach ein paar Blätter einlegen, in einen guten Apfelessig, 2 Wochen stehen lassen, das Aroma geht an den Essig über und so hast du immer so eine kleine entgiftende Funktionsweise.
Du kannst es blanchieren wie so ein Spinat oder auch sehr schön mit Spinat kombinieren, weil Spinat hast du jetzt vielleicht auch schon im Garten. Passt super zusammen. Bärlauchspätzle sind super lecker. Einfach ein bisschen Pesto in den Teig mit reingeben. Eine schnelle Suppe, auch in Rohkostqualität, geht wunderbar. Bärlauch im Blender und was immer du sonst noch mit dazugeben möchtest im Blender. Einmal schön durchmixen. Vielleicht magst du ein paar Nüsse mit rantun oder so. Im Pesto finde ich persönlich immer super lecker, auch ein paar Trockenfrüchte mit reinzugeben. Goji-Beeren schmecken köstlich, Feigen schmecken wunderbar, Datteln oder so. Das nimmt auch so ein bisschen die Schärfe, sodass es vielleicht auch für dich verträglicher sein kann. Gut, dann möchte ich noch ganz geschwind auf die Schwermetallsanierung nach Amalgam. Behandlungen nach Amalgam Ausbohrungen zu sprechen kommen, weil das ganz oft einfach ein Zusammenspiel hat. Du kannst hier den Bärlauch unglaublich gut unterstützend einsetzen. Lass dir mit einem Kofferdamm von einem versierten Alternativzahnmediziner, der da einfach auch Erfahrungswerte schon mit sich bringt, herausbohren, wenn du das möchtest. Schau auch, dass der Zeitpunkt richtig ist, weil du bringst einfach Schwermetalle wieder in Bewegung in deinem Körper, die der Körper zuvor abgekapselt hat. Das ist ganz wichtig, dass du da dir ein Zeitfenster aussuchst. Wenn du viel Schwermetallbelastung hast, die ist messbar im Übrigen, bei einem Umweltmediziner kannst du das machen durch Gelatbinder spritzen, dann kannst du den Wert genau bestimmen. Es kann einfach sein, wenn du viel Belastung hast, dass es dich anstrengt. Dass es dir vielleicht auch nicht so richtig gut geht. Das kann passieren. Kann auch sein, dass das super geschmeidig geht, wenn du jung und fit bist. Wahrscheinlich hast du dann so und so nicht mit Amalgam im Mund zu tun, aber ja, schau einfach. Es ist durchaus möglich, dass du da erstmal ein bisschen geplättet bist. Gut. Du lässt also jetzt mit einem Kofferdamm, das heißt, dein ganzer Mund hat einfach eine Schutzfunktion, sodass dir keine beim Bohren entstehenden kleinen Partikelchen wieder durch Schlucken in dein System kommen. Genauso hast du einen Nasenschutz, auch dein Zahnmediziner hat einen Nasenschutz, weil auch der soll das natürlich nicht einatmen. Du hast eine Absaugung, dass das einfach gleich wegkommt. Und dann werden groß genug Löcher ausgebohrt, sodass das Amalgam komplett raus ist. Kannst das auch testen lassen, ob da im Kiefer etwas noch mit drin ist, in der Wurzel und so weiter. Schau, dass du da einfach jemand Versiertes hast, der dich da vernünftig unterstützt. Okay, dann hast du das alles gemacht. Hast dir eine gute Keramik einsetzen lassen oder wofür auch immer ihr euch entschieden habt, die Zahnbehandlung weiterzuführen. Das ist alles erledigt. Jetzt geht es darum, das, was du noch im Körper hast, an Schwermetallen auszuleiten. Schau, dass du ausreichend Algen zu dir nimmst. Chlorella-Algen, AFA-Algen oder Spirulina-Algen. Nach meiner Erfahrung ist es sogar ganz gut, das im Wechsel zu machen. Geht deutlich über die empfohlene Menge, wenn du das verträgst. Einfach weil die praktisch andocken können und dir helfen, das schneller auszuscheiden. Und wir müssen hier das richtige Maß finden, dass du das schnell genug ausscheidest, was dein Körper loslassen kann, aber auch nicht so schnell, als dass es dich dann wirklich beutelt. Deswegen brauchen wir die Algen, die fangen freie Radikalen ab. Achte aber bitte darauf, dass die Alge wirklich aus einem unbelasteten Anbau stammt. Also es gibt Kulturbecken, das ist völlig geeignet. Auf keinen Fall nehmen die inzwischen leider sehr preiswerten aus Japan. Das ist, denke ich, klar. Der hohe Chlorophyllgehalt regelt die Darmfunktion, was auch zusätzlich noch eine gute Eigenschaft ist. Und Leber und Niere werden einfach sehr viel weniger belastet. Und das ist eben ganz wichtig, dass du hier einen geschmeidigen Ausleiteprozess hast. Kombinier dir das dann gerne mit einer vernünftigen Wildkosternährung, also viel Wildkräuter, die du treffsicher bestimmen kannst, natürlich nur. Und Jahreszeiten adäquat dir sammeln kannst. Geh Kräuterwanderungen machen, geh Kräuterkurse besuchen, lass dich beraten, wenn du da noch nicht so zu Hause bist. Viele Bioläden bieten inzwischen sogar auch Sets an, die du kaufen kannst, wenn du ganz unsicher bist oder einfach in der Großstadt lebst und so jetzt nicht Möglichkeit hast, an die Wildkräuter zu kommen.
Aber wir haben einfach in Wildkräutern bis zu 70 Mal mehr Nährwert, als du es in Kulturpflanzen hast, weil unsere Böden so ausgelaugt sind durch diese extensive Landwirtschaft, sodass wir nicht genug Nährwert haben. Also andersrum, 70% weniger Nährwert ist im Boden. So viel kannst du gar nicht essen, als dass du das sublimieren könntest. Das heißt, du brauchst auch wahrscheinlich etwas, um dich zu sublimieren. Überprüfe auf jeden Fall dein Vitamin D, kombiniere das mit einem Magnesium, was du vorlegst, und mit einem Vitamin K, damit es gut in deinen Zellen arbeiten kann. Schau auch, ob du vielleicht B-Vitamine brauchst, gerade wenn du Vegetarier oder Veganer bist. Eventuell brauchst du Zink, überprüfe auch gegebenenfalls deinen Selenwert. Schwefelhaltige Aminosäuren können noch ganz schlau sein, also MSM-Produkte. Lass dich beraten, was du brauchst. Vitamin C wäre noch ganz gut, wenn du das deutlich erhöhst, mit einem leicht verfügbaren. Auf gar keinen Fall nehmt ihr die Zitronensäure, die sind natürlich synthetisch hergestellt. Das ist nicht, was du möchtest, sondern guck, dass du da ein gutes Produkt hast. Aktiviere deinen Körperumsatz, also die Durchblutung durch sportliche Begebenheiten, was auch immer dir da taugt. Anfangs kannst du wirklich beim Ausleiten sehr schlapp sein, dann geh einfach ein bisschen spazieren zu Beginn oder schwimmen ist super klasse geeignet, geh Yoga machen und fang dann sukzessive an, das ein bisschen zu erhöhen, dass du einmal am Tag wirklich ins Schwitzen kommst. Die Mitochondrien brauchen das auch, dass die so richtig geboostet werden. Was du auch machen kannst, ist eine Massage deines Körpers mittels einer Kupferbürste. Die Kupferbürste hat halt den Vorteil, dass das noch ein bisschen ionisiert. Wenn du eine andere Bürste nehmen möchtest, wunderbar. Nimm, was du hast. Und beginne an deinen Füßen, komm dann nach oben bis zu deinem Unterleib. Dann komm zu deinen Armen, fang von den Händen an. Geh zum Herzen hin und vom Herzen, also vom Oberkörper, dann zum Unterleib hinunter, damit einfach alles, was du hier angeregt hast, über den Darm auch ausgeschieden werden kann. Für manche Menschen ist Zeolit oder Bentonit noch sinnvoll. Das musst du ausprobieren, ob du das gut vertragen kannst, ob du das einnehmen möchtest. Sollten Herxheimer-Reaktionen stattfinden, also dass du das Gefühl hast, du bist eigentlich noch schlimmer vergiftet als zuvor, das kann sein. Das ist nicht so ungewöhnlich, aber die kannst du ein bisschen mildern. Zum einen mit Angelika-Wurzel, vorausgesetzt natürlich, du hast keine Kontraindikationen. Katzenkralle, Kartenwurzel wäre noch schlau oder auch deine Algendosis deutlich zu erhöhen wäre sinnvoll. Grundsätzlich habe ich vergessen am Anfang zu sagen, es wird natürlich niemals entgiftet, wenn du schwanger bist, wenn du schwanger werden möchtest oder in der Stillzeit. Das ist völlig klar. Genauso, wenn du andere sehr schwerwiegende Erkrankungen hast, dann sprich auf jeden Fall vorher mit deinem Therapeuten, ob das jetzt angezeigt ist, ob dein Organismus damit nicht eher überfordert wäre, als dass er entlastet werden würde. Sollte es irgendwelche koexistenten Parasiten geben, solltest du Borrelien haben, Chlamydien oder so etwas, dann schau, dass du da auch zugleich mit dran gehst. Schwarznusstee ist zum Beispiel bei den Chlamydien sehr sinnvoll, bei den Borrelien schau alles, was die Leber aktiviert, deswegen ist die Karte hier durchaus ganz schlau einzusetzen. Da gibt es aber noch ganz viele andere Aspekte auch, was dann getan werden kann. Das wird aber dann, ja, das Video hier jetzt sprengen. Was noch ganz schlau ist, ist, wenn du dir Flohsamenschalen einweichst und das vielleicht deinem Müsli zugibst, das am Abend einweichen, morgens ein bisschen zugeben, so 2 bis 3 Löffel, die quellen auf und dieses Quellen bindet auch wieder einfach Toxine an, sodass du wieder etwas leichter ausscheiden kannst. Abgesehen davon reguliert es dir deine Darmfunktion, der Stuhl wird weicher und die Ausscheidung geht einfacher. Was auch, wenn du wiederum Hämorrhoiden haben solltest, auch dort sitzen gerne Toxine drin, was dem wieder auch entgegenkommt. Gut, eins ist noch ganz wichtig. Es wird ganz oft angeraten, man möge die Algen mit Bärlauchtinktur und Koriander kombinieren. In der Idee ist es richtig. Allerdings bitte immer erst dann, wenn die ganzen Depots in deinem Körper befreit sind, weil das Koriander die Blut-Hirn-Schranke
einfach durchschreitet. Das heißt, sind da noch Toxine in deinem Körper, noch Schwermetalle? Und du nimmst das Koriander gleichzeitig mit ein oder einfach zu früh mit ein, dann werden gegebenenfalls die Schwermetalle deines Körpers in dein Gehirn gespült und das genau ist ja, was du nicht möchtest. Deswegen bitte erst lange Zeit ausleiten mit den Algen, mit dem Bärlauch und erst sehr viel später das Koriandergrün als Kraut in Form, Entschuldigung, in Form von frischer Pflanze, in Form von Tinktur oder in Form von Pesto zu dir nehmen. Auch während der Entgiftungszeit nicht als Gewürz einsetzen. Für viele Länder ist es gang und gäbe, dass das einfach mit drin ist. Wenn du das gewohnt bist, ist das auch was anderes, wie wenn du jetzt plötzlich anfangen würdest, mit Koriandergrün dein Essen zu verfeinern. Gut, dann hoffe ich, dass ihr alle Informationen bekommen habt, die ihr möchtet, die ihr braucht. Wenn nicht, schreibt mich an, dann kann man vielleicht einfach auch da nochmal gerne weiterhelfen. Es gibt immer auch einen kleinen schönen Kurs, einen Abendkurs zum Bärlauch und zu einzelnen anderen Pflanzenthemen. Und so nach und nach werde ich die hier einstellen für Menschen, die nicht kommen können. Und wenn es Anliegen gibt, wenn es Ideen gibt oder auch Anregungen, jederzeit gern. Okay, ich danke euch schön.